Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute in unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Heute habe ich einen Unternehmer, Psychologe und Ökonom bei mir, der es geschafft hat, über viele Jahre jetzt Konzerne, aber auch CEOs, mithilfe auch der Spiritualität in ein Umdenken zu bringen. Aber was sein Feld jetzt noch erneuert hat, sind wirklich das Thema Gesundheit und wie man es schaffen könnte, gesund bis 100 zu werden. Und darüber sprechen wir heute, vor allen Dingen, wenn Herausforderungen kommen wie Krankheiten. Wie gehe ich damit um? Kann ich da auch ein gezieltes Coaching für mich machen, um vielleicht auch den wahren Sinn hinter der Krankheit zu erkennen? Freuen Sie sich auf eine spannende Sendung. Bis gleich. Hallo lieber Max, schön, dass du wieder da bist. Wir hatten schon zwei Sendungen. Und was ich sehr beeindruckend finde bei dir, dass du wirklich... Ja, du bist ja schon ein bisschen älter, wenn ich sagen darf, aber ja, du schon, hast schon wirklich recht alt. Ja, ja. Schön, den Mut auch ganz klar anzusprechen, dass es ohne Spiritualität nicht geht in die neue Zeit. Und hast natürlich sehr viel selber auch Ausbildung gemacht. Da fällt mir gerade noch eine schöne Geschichte ein, wo du deine Knochen messen lassen hast vielleicht. Damit können wir doch direkt mal einsteigen, was ein bewusstes Leben mit dem Körper umsetzen kann. Aha, ja. Weißt du, du hattest was mit der Wirbelsäule. Ich fand das so spannend, ja. Ah, mit der Wirbelsäule. Ich hatte ja das Problem, ich war in Sardinien in den Ferien, das ist erst anderthalb Jahre her, bin da etwas ausgeschlüpft, konnte mich abfangen, aber hatte dann eine Diskusherne im Rücken. Mhm. Und natürlich gewaltige Schmerzen und so weiter. Und wie der Schuhmacher mit den größten Löchern in seinen Schuhen. Ja. Ich weiß ja, wie man eigentlich mit Schmerz umgeht. Ich lerne das ja meine Coaches und so weiter auch. Aber ich hatte es vergessen, bis 3-4 Tage, bis ich dann wirklich daran gedacht habe. Aber da war Folgendes. Ich hatte diese Schmerzen und so weiter und meine Partnerin, meine Lebenspartnerin, meine damalige, sie hat dann versucht, wie wir mit der Fähre nach Genua gekommen sind, einen Arzt in St. Gallen zu kontaktieren. Es hat nicht mehr geklappt, es war am Freitagmorgen, wir waren um 6, 6:30 in Genua und hat niemanden gefunden und dann jemanden in Herisau noch, über Polyklinik oder wie das hieß. Und der hat mich dann noch genommen, da am Freitagnachmittag, und hat gesagt, wir müssen einen MRI machen. Also ich kann da im Moment nicht machen, habe mich dann in Herisau im Kantonsspital dann angemeldet, gerade für Samstag schon, und ich bin da vorbeigegangen und so weiter. Das haben wir gemacht und es wurde mir dann auch von einem Rückenspezialisten erklärt, noch am selben Morgen. Und das war so interessant, er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Sie sind der Herr Schnopp, ja, aber Ihr Geburtsdatum stimmt nicht. Da habe ich raufgeschaut, das stimmt auf den Tag, dass er gesagt, Ich habe jetzt fast 40 Jahre Erfahrung auch in der Interpretation von Knochen, von Rücken, also über MRI und so weiter, oder wie das alles heißt. Und ich meinte immer, ich sei in der Lage, das Alter eines Menschen zu bestimmen auf 2, 3 plus minus Jahre, eben weil da vielleicht keine Osteoporose und so weiter vorhanden ist. Und bei Ihnen habe ich gemeint, Sie seien nicht über 42. Aber man sieht es jetzt natürlich schon im Gesicht, oder? Aber eigentlich Ihre Knochen und so weiter. Und ich bin durch meine Lebensweise, die ich ja mache und weitergebe. Und ja, du bist ja auch mit vielen jungen Menschen unterwegs. Du spielst noch 2-mal Fußball die Woche, oder? Ja, ich bin das ist ja auch noch Dienstagabend 90 Minuten mit einem Team, mache ich Match, wirklich Fußballmatch in der Halle. Und am Mittwochabend schon wieder 90 Minuten. Und ich muss ja die Leistung bringen. Und ich bringe sie. Und ich
bin überzeugt, das hat mit meiner Lebensweise zu tun. Und das ist eigentlich meine Lebensweise, die ich auch weitergebe in den Coachings. Mhm. Die machen die meisten. Ich kann dann vielleicht darüber sprechen, was ich genau mache. Ich kann es aber auch, weil wir das Thema eigentlich Gesundheit haben und so weiter, über das Beispiel meines Vaters, der da eigentlich sogenannt unheilbaren Krebs hatte. Mhm. Gerne, also die Geschichte würde ich gerne hören, ja. Weil es, wann es war das? Also, das sind etwa 25 Jahre her. Oh, und da warst du schon auch so im Coaching schon so tief drin, dass du... Im Coaching, aber nicht gesundheitsmäßig. Okay. Überhaupt mhm. nicht, im Gegenteil. Das hat mich eigentlich auf die Fährte gebracht. Und zwar mein Vater, ich habe ein Telefon plötzlich gekriegt von meiner Schwester, und sie hat mir gesagt, ja, unser Vater ist total verkrebst. Und wir haben dann auch mit dem Onkologen am Kantonsspital im Aargau da gesprochen. Ich komme ja aus dem Aargau und er lebte auch dort noch im eigenen Haus und so weiter. Und wir haben dann zusammen gesprochen, wie weit ist der Krebs und so weiter. Also wir wurden informiert und der Onkologe hat gesagt, ihr Vater hat wahrscheinlich noch 3-4 Monate, wenn es geht. Es wäre besser, ihr würdet ihn zu Hause pflegen und so weiter. Und dann einfach, dass er pro Woche einmal Blutuntersuch und so weiter kommt ins Kantonsspital zu mir. Und hat dann auch gesagt, dass es Metastasen wirklich in der Lunge gibt, und zwar schwere. Es gibt Metastasen in den Lymphknoten, Leber auch, also aussichtslos. Wie gingt ihr damals mit der, weil man kann ja durch die Diagnose auch einen neuen Schock setzen, also so ein Todesangstkonflikt, ja. Und ich glaube, da macht das Mindset natürlich ganz viel aus. Ja? Wie gingt ihr da alle mit dieser Schockdiagnose dann um? Ja, im Moment ist man eigentlich paralysiert. Mhm. Oder? Wir wussten nicht, was tun. Aber bei mir kam immer mehr die Intuition, mein Vater kann gesund werden. Weil ich mich damals natürlich schon mit verschiedenen Wissenschaftsgebieten, eben wie ich es schon gesagt habe, mit der Epigenetik beschäftigt habe. Ich habe mich eben mit der Zellforschung sehr stark auseinandergesetzt, beispielsweise. Und von der Epigenetik schon damals, das war ja, es waren ja Wissenschaftler, wie Bruce Lipton und so weiter, der über die Stammzellen, geklonte Stammzellen, eben auch eigentlich den Beweis gebracht hat, wie eben das Umfeld schlussendlich das Leben bestimmen kann, also die Zellen bestimmen kann und so weiter. Ich habe im ersten Beitrag ja kurz darüber gesprochen. Und da kam die Intuition, das, was ich in den Coachings mache, da optimiere ich ja auch immer Körper, Geist und Seele. Mhm. Und das muss eine Harmonie bilden, sonst ist das Coaching nicht erfolgreich, oder? Ja. Wenn der Klient oder der Coachee das nicht schafft. Und da kam wirklich die Intuition, das war eine Intuition, ich muss meinem Vater sagen, du kannst gesund werden. Und dann habe ich ihm das auch gesagt. Und dann hat er zuerst gesagt, du spinnst total. Du spinnst jetzt wirklich total. Du hast genau die gleiche Diagnose gehört, wie ich sie gehört habe. Habe ich gesagt, ja, aber heute wissen wir, wie man das anders macht. Du kannst gesund werden. Du musst, ich mache dir ein Programm, du musst es aber befolgen. Jetzt sind wir in einer umgekehrten Situation. Ja. Vater, Sohn und jetzt umgekehrt von der Hierarchie her, sage ich mal. Oder? Und ich habe ihm dann ein Programm aufgestellt, das eigentlich sehr viel mit meinem täglichen Programm zu tun hat. Also ich habe ihm einen Rebounder, und zwar einen bioenergetischen Rebounder gekauft. Ich weiß nicht, ob... Erklär mal kurz, was es ist, ja? Also das bioenergetische Rebounding, das ist eigentlich zustande gekommen
von Ärzten, das kommt aus der medizinischen Seite, Ärzten, zum Beispiel chinesischer Arzt, da war ein indischer Arzt dabei, da waren, so genau weiß ich es, ein Deutscher und Franzose, die aber alle auch noch in der Schulmedizin zu Hause waren. Die wollten irgend basierend auf dem Energieprinzip eigentlich der DZ, also der chinesischen DCM oder der chinesischen Medizin. Und die haben dann das entwickelt, weil die haben sich gesagt, wir müssen die Zellen in Schwingung bringen schlussendlich. Und über das bioenergetische Rebounding, da gehe ich deshalb Rebounding in die Schwingung, ich lasse mich schwingen, also ich hebe nicht ab und so weiter. Und mein Vater musste dann das lernen, das mache ich jeden Morgen, oder? Und gleichzeitig... Ach, ist das eine Übung, die man selber machen kann? Oder ja, das Gerät? Macht man selber. Ach, ich dachte, das wäre ein Gerät. Das Nein. ist schon ein Gerät, ein Trampolin eigentlich, das aber eine Spezialaufhängung hat, dass diese... Es geht dann. Ist es so ein Trampolin, wo man so ganz leicht drauf hüpft? Man hüpft nicht, man lässt sich rebounden, man lässt sich schwingen. Okay. Und das ist der. Man kann natürlich auch Kondition und dann hüpft man. Man kann das. Aber man kann es nicht mit einem normalen Sportgerät machen. Das geht nicht. Weil es braucht diese Schwingung, die kommt. Ich bin nicht ganz sicher, aber die geht so Richtung Kraniosakralschwingung. Mhm. Also unsere Hirnmasse oder auch das Rückenmark und so weiter, in diese Schwingung. Und wir haben ja im Westen natürlich durch den Stress und so weiter eine viel zu hohe Schwingung. Und dadurch tunen wir die wieder. Das heißt, unser Immunsystem wird auch resistenter. Das war die Idee, weshalb ich meinem Vater das auch empfohlen habe. Ich habe ihm auch die 5 Tibeter beispielsweise habe ich ihm beigebracht und habe gesagt, du musst dreimal im Tag diese 5 Tibeter wirklich machen. Ist das eine Körperhaltung oder? Nein, das ist eigentlich eine Art Yoga, aber eine wirklich, wie soll ich sagen, wirklich quick and dirty Art, so würde ich sagen. Sehr zentriert, das sind 5 Übungen, wo ich jede Übung 21 Mal mache, sobald ich mal drin bin und so weiter. Kann man auf dem Internet dutzendweise herunterladen. Das ist das, was heute viele Manager auf der ganzen Welt, nicht nur hier in der Schweiz, in unserem Breitengraden zum Beispiel anwechseln. Das hat sich wirklich durchgesetzt. Und ich mache auch jeden Morgen diese 5 Tibeter. Das gibt mir Energie, genau wie auf dem Rebounder. Durch Akupressur mache ich meine Hauptmeridiane auf. Das heißt, ich habe wieder mehr Energie. Und wenn ich krank bin, baue ich natürlich mein Abwehrsystem wieder auf. Mhm. Oder ich habe ihn auch gelernt, autogenes Training zu machen zuerst, um ihn dann überzuführen, einfach damit er visualisieren kann sich. Und er musste dann mehrmals am Tag, musste er wirklich dann auch meditieren, wie er das gekonnt hat, dann sich wirklich vorstellen, ich bin völlig gesund. Mhm. Er hat noch einen wunderschönen Garten, ein riesen Garten sogar, mit der Dahlien. Er ging viel auf die Insel Mainau, um da die neuesten Dahlien sich wieder anzuschauen und so weiter. Und wurde da inspiriert, hat diese da auch gezüchtet und so weiter. Und er musste sich das vorstellen, wie er das alles wieder macht. Mhm. Eben aus diesen Erkenntnissen, eben, dass wir eben auf unsere Zellen einen Einfluss über unsere Gedanken ausüben. Und eben das Gefühl. Und das vergessen Gefühl, ja ganz viele. Das ja, ist die denken, ganz ja, entscheidend. Ich wünsche mir jetzt hier einen Parkplatz oder ist was ganz Banales. Ja? Aber ich muss mich, diese Freude, dass der Parkplatz jetzt für mich da ist. Das ganz ist der diese Schlüssel. Freude. Oder wie es Professor Rhein zum Beispiel vom Heart Mass Institute ja mit seinen Experimenten nachgewiesen hat. Er hat ja beispielsweise wollte er wissen, gibt es wirklich Heiler? Ist das überhaupt möglich? Wenn es Heiler gibt, müssen die ja, wenn ich denen
menschliche DNA in einem Reagenzglas in die Hand gebe, müsste ja was passieren. Das hat er Ihnen auch gesagt. Könnt ihr diese DNA verändern oder nicht? Mhm. Und er hat ja dann festgestellt, ich weiß nicht mehr, wie groß die Gruppe war, dass nur drei. Da war eine Veränderung. Und dann hat er erforscht, weshalb die Veränderung. Und hat dann festgestellt, es ist eben die Absicht, ich als Heiler, wenn man dann überhaupt so sagen darf oder will oder soll, ich als Heiler, ich will, dass die DNA sich verändert. Also unsere Ziele, das gilt fürs Leben genauso. Mhm. Was ist meine Absicht, was ist mein Ziel? Und dann das Gefühl, das wirkliche Gefühl, ich will, dass ich das will. Aber das muss aus dem Herzen kommen. Und oder? Dann ist aber auch das Thema, man kennt es ja auch, wenn man was zu arg will, man muss es doch irgendwie doch auch ein bisschen loslassen. Also ich bin auch noch am Üben, manchmal klappt es ganz gut, manchmal nicht. Wo ich bei manchen Wünschen denke ich mir, warum funktioniert das eigentlich nicht? Ich habe jetzt hier so viel gelöst und transformiert, aber der Wille ist ja trotzdem noch da. Und manchmal ist ja wirklich dieses schlussendlich Loslassen, was ja auch ein Beispiel sind ja Menschen, die sich Kinder wünschen. Ja? Ja. Und oft, wenn sie dann den Wunsch wirklich losgelassen haben, gesagt haben, okay, wir haben jetzt alles versucht, es dann wird geht's. Nicht. Genau. Also sehr, sehr oft. Scheint wohl dieses Loslassen auch noch irgendwo eine Rolle zu spielen. Loslassen spielt im Leben eine unheimlich große Rolle. Aber da habe ich ja die Diskrepanz mit dem Wollen. Wenn ich will, dann kann ich ja nicht loslassen, weil ich will es ja. Ja, und das geht nicht. Mhm. Also ich muss wirklich durch Einsicht so weit kommen, dass es mir klar wird, ich muss loslassen. Man muss vieles im Leben, wenn wir uns wirklich entwickeln lassen wollen oder wir uns entwickeln sollen, oder, dann müssen wir sehr vieles loslassen. Das können auch Beziehungen sein, das können Wünsche und so weiter sein, die wir loslassen müssen. Das heißt aber nicht, dass ich wirklich, wenn ich zum Beispiel ein glücklicher Mensch und harmonischer Mensch werden will und diesen Willen habe, den kann ich nicht willentlich, sondern ich muss den eigentlich über die Gesetzmäßigkeiten des Lebens, in dem ich mich da drin bewege, eben, das geht dann darum, Körper, Geist und Seele zu harmonisieren. Wo geht mein Weg hin? Ja, ist es dann so, dass bei deinem Vater zum einen natürlich das Endziel, der in dem Blumenbeet mit den im Garten da wirklich diese Freude, diese Lebendigkeit und diese Gesundheit zu erleben und gleichzeitig vielleicht auch den ganzen Heilungsprozess wie so einer höheren Instanz abgeben und sagen, ihr richtet das schon? Oder weißt du, das wäre ja dann auch so ein Stück weit dieses Loslassen, dass man aus diesem verbissenen Wollen rauskommt, dass man sagt, okay, das ist mein Ziel, das habe ich gefühlt oder das fühle ich, so sehe ich mich, aber ich gebe es jetzt ab so in die göttliche Ordnung. Das hat sicherlich eine große Rolle gespielt, weil mein Vater ist dann auch interessanterweise religiös geworden. Mhm. Das ist eigentlich interessant, oder? Okay. Er war schon vorher, ist auch mehrmals nach Lourdes. Mhm. Ich bin katholisch erzogen worden seinerzeit. Nach Lourdes, nicht gepildert und natürlich gefahren und so weiter, hat sich schon damit beschäftigt, aber das hat ihm natürlich eine zusätzliche Kraft gegeben und hat ihm sicherlich auch geholfen, da bin ich mir überzeugt. Aber entscheidend von mir aus gesehen waren wirklich diese Manifestationen schlussendlich, die Vorstellung, ich bin kerngesund und so weiter, weil ja da der Impuls, das Signal an seine Zellen eben über die Zellmembran gegangen ist, ich bin gesund. Mhm. Und die Zellen, jede Zelle hat ja einen Organismus, der eigentlich noch mal fast ein Mensch ist, oder? Und das 80 Billionenfach eigentlich. Und wir vergessen auch gern, dass auch, wenn wir von Qi sprechen, oder?
das sagt ja auch die Wissenschaft, jede Zelle hat etwa 1,4 Volt, oder wenn wir das schauen. 80 Billionen Mal oder zwischen 50 und 80 Billionen, das gibt ja unheimlich viel, also bis fast 100 Billionen Volt. Das ist das Qi, das ja diese Kraft, die auch über den Lichtkörper eigentlich ja da ist, die ist ja unheimlich, oder? Und da stecken ja die Heilungs. Deshalb haben wir ja die Selbstheilung, sonst wäre die gar nicht möglich, oder? Und was halt auch so schön ist, gell, das Gehirn kann ja nicht unterscheiden, passiert es mir wirklich oder stelle ich es mir gerade nur vor. Genau. Und das sind ja dann auch diese ja, schönen Momente, wo man denkt, ich hatte das letztens, da war ich irgendwo, da war so schlechtes Wetter, es hat nur geregnet und Freunde von mir waren Skifahren, es war ein Strandblau. Da habe ich mich hingesetzt und habe meditiert und habe mir wirklich vorgestellt, wie ich jetzt auch Skifahren bin, wie ich da die Berge sehe und die Emotionen und diese Hormone wurden genauso ausgeschüttet. Ja, also ich habe mir im Grunde, eben. Und dann dachte ich mir danach, eigentlich muss ich ja gar nicht mehr Skifahren gehen, wenn man sich dann wirklich so visualisieren kann. Ja. Nein, das spielt wirklich absolut keine Rolle, ob das jetzt Wirklichkeit ist oder Vision, Vorstellung. Bild. Wie ging es dann weiter mit deinem Vater? Der hat sich jetzt an die Meditation, Visualisierung, dann dieses Rebounding. Rebounding. Hat er täglich dreimal gemacht. Und wie hat er sich ernährt? Was war da so? Da habe ich ihm natürlich auch, das ist auch wichtig, Vitamine. Das ist es geht ja darum, heute weiß ich das, damals wusste ich es noch nicht, es geht darum, wirklich das Immunsystem in no time aufzubauen. Und das habe ich auch ihm geraten und hat dann auch vor allem sehr viel Vitamin C genommen. Ich habe ihm geraten, das kam aus meiner Intuition, das kam nicht aus Wissen also aus den Büchern. Also man muss jetzt nochmal sagen, du bist kein Arzt, das war jetzt eure eigene private Erfahrung. Arzt, sondern genau, das war mehr meine ist Intuition. Ist nur eure Erfahrung, ja. B6, B12, D6, auch Magnesium. D3 wahrscheinlich. Bitte? Vitamin D3. D3 natürlich, sowieso und so weiter das. Und dann Bewegung. Ich habe ihm einen Hometrainer noch gekauft. Er war ja total schwach, hat dann langsam die Muskeln wieder aufgebaut und so weiter. Und da musste er wirklich dann jeden Tag dran arbeiten. Und so wurde er wieder fit. Und das Erstaunliche war, sein Blutbild musste ja, ich weiß nicht mehr, wöchentlich oder alle zwei Wochen musste er ins Kantonsspital, Blutuntersuch und so weiter. Sein Blutbild wurde immer besser. Und nach 5,5 Monaten hat man dann einen Generalcheck-up gemacht und man hatte keine Krebszellen mehr. Und da finde ich das unfassbar, wie man sich das rausnehmen kann, solche endlichen Diagnosen noch mit Zeitansagen zu machen, wann ein Patient zu sterben hat, was man damit verursacht. Ja. Also es ist ja eigentlich wie ihr beeinflussen höchst, natürlich fragwürdig und menschenverachtend. Ja. Ja, und vor allem, da haben wir das Placebo, oder? Wenn wir daran glauben, ich werde sterben, dann werde ich auch sterben. Da gibt es ja die Aussage, das Schlimmste ist, wenn der Arzt dein Freund ist, dann willst du ihm ja mit seiner Diagnose nicht in den Rücken fallen. Ja, das ist natürlich. Das kommt ja dann auch noch dazu. Genau. Wenn der das sagt, dann kann ich ja jetzt nicht überleben, weil dann tue ich ja meinem Freund auch keinen Gefallen, weißt du? Genau. Ja, ist schon spannend, also was da alles so passiert, ja. Und so bin ich eigentlich dann plötzlich in ein Gebiet, wo ich weder geschaffen bin dafür oder meine Studien gemacht habe. Natürlich habe ich sehr viel gelernt über die Psychosomatik, über den Menschen auch, was den Körper und auch medizinisch natürlich irgendeine Relevanz hat, wenn Krankheiten da sind. Und habe dann auch gelernt über die Psychosomatik. Das ist ja, wie ich schon mal gesagt, eine liebevolle Botschaft meines Körpers. Halter, du bist nicht auf dem Weg. Also auf deinem Seelenweg, wo du eigentlich hin willst, um wieder in diese Vollkommenheit zu kommen und deshalb du ja eigentlich da bist. Und so habe ich dann aber immer auf
das war nicht mehr im Freundschaftskreis. In den Anfängen nur hatte ich Fälle, wo man eigentlich schon gesagt hat, es ist aussichtslos. Mhm. Die sind schon eigentlich dem Tode geweiht und so weiter. Und so habe ich dann eigentlich gelernt, auf was kommt es an. Eben, es kommt darauf an, erstens, zuerst mal herauszufinden, was sind eigentlich die Ursachen. Erklär mal, oder nimm mal noch ein Beispiel, vielleicht aus deiner jetzigen Erfahrung, wo du sagst, es ist unfassbar, was der Körper da mit alles ans Tageslicht sogar bringen kann durch Krankheiten. Ja, ich kann vielleicht ein Beispiel anführen, das jetzt 5-6 Jahre zurückliegt. Ich hatte einen Vortrag da vor Personalchefs und Chefinnen und so weiter, da von Schweizer Unternehmen. Und ich bin da in einer RV-Gruppe, auch heute noch, trotz meines Alters. Also Gender und so weiter spielen da eine Rolle und eben Vielheit etc. Und da hatte ich einen Vortrag, weil ich habe hier jetzt lange ja immer das Thema Health, also Gesundheit mhm. gehabt. Und habe da natürlich, was neu kam, sei es aus der Epigenetik, sei es eben auch aus der Medizin zum Beispiel, aus der Zellforschung, generell aus der medizinischen, aus der Krebsforschung auch und so weiter. Und da habe ich über Epigenetik und ich habe übrigens über das Experiment von Professor Rhein gesprochen, wie der da herausgefunden hat, was da eigentlich entscheidend ist schlussendlich, damit ein Krebs vielleicht geheilt werden kann. Also ich habe es einfach so interpretiert, ja. Ob das richtig ist oder falsch. Ich sehe einfach in der Praxis, es ist wahrscheinlich nicht falsch, oder? Und eben, da hat mich einer der Teilnehmer angerufen und hat gesagt, du, meine Nachbarin, und wir waren da letztes Wochenende und sie hat uns gesagt, haben nebeneinander gebaut. Wir waren 22 Jahre jetzt Nachbarn und super gute, aber sie sei unheilbar krebskrank. Sie hatte Brustkrebs, muss vielleicht sagen, was es war. Wurde dann behandelt, sehr gut behandelt, mit einem völlig neuen Medikament. Ist dann auch weggegangen. Sie hatte dann einfach, sie hätte in weiteren Zyklen immer wieder zum Untersuchen, um zu schauen, ob sich da wieder was gebildet hat. Und es war dann ihr Fehler, nicht der Fehler der Medizin schlussendlich, sondern ihr Fehler war, wie es dann nach 3 Jahren, 4 Jahren immer noch nichts, hat sie dann das nicht mehr eingehalten, ja, die Nachuntersuchungen. Mhm. Und plötzlich kam dann, sie hatte wieder Schmerzen und so weiter. Die Diagnose jetzt ist wirklich ganz schlimm in den Lymphknoten. Sie hatte auch die Leber zum Beispiel mit Metastasen voll, auch Lunge und so weiter. Und die Ärzte oder der Arzt, das weiß ich nicht mehr so genau, hat dann einfach gesagt, sie haben nicht mehr allzu lange zu leben und so weiter. Und da hat er mich eben angerufen wegen meinem Vortrag. Und, die haben dann begonnen zu arbeiten und wie ich gesagt habe, ich mache erstens, gehe ich immer darauf, das Immunsystem so rasch wie möglich hochfahren. Mhm. Eben durch eben Vitamine, wie ich es schon gesagt habe. Bewegung ist etwas ganz Wichtiges. Und so weiter, auch meine Stimmung und so weiter. Dann meinen Glauben, was Glauben ans Positive ist, nämlich, dass ich geheilt werden kann. Mhm. Da arbeite ich natürlich auch mit Tools, da muss man ja, weil wenn man es nicht gelernt hat, kann man das nicht einfach so. Und dann auf der anderen Seite geht es eben auch darum, eben diese, wie soll ich sagen, dass ich Ursache. Die Ursache erforsche.
Und die Ursache jetzt zum Beispiel in diesem Fall war eine unglaubliche, erstaunliche. Etwas, das sie gar nicht wusste. Wir sind darauf gekommen, weil ich ja diese Anamnese mache, in die Kindheitserinnerung kam. Das kam aber nicht als Kindheitserinnerung und so weiter. Wir haben da gebohrt und haben geglaubt, an eine Ursache zu kommen, aber es hat nicht geklappt. Und da kommt plötzlich, wie wir diese Session hatten miteinander, kommt ihr plötzlich aus dem Unterbewusstsein, also aus dem limbischen System, eine Verdrängung. Und zwar, dass sie von ihrem Nachbarn, der ein bekannter Politiker war, sie war im Ausland, also nicht in der Schweiz, war, dass sie missbraucht wurde, mehrmals. Oder? Und das war unglaublich, natürlich auch die Reaktion, gefühlsmäßig und so weiter. Es war ein Trauma, das verdrängt. Ja, stimmt, so ein Flashback und dann kommt natürlich, ja. Ganz genau, ja. Weil die Psyche macht ja dasselbe wie der Körper. Eigentlich dürfte man es ja gar nicht trennen. Das ist vielleicht unheilvoll, dass wir das mal gemacht haben. Wenn ich die Hand abhacke und unglaubliche Schmerzen habe, dann schaltet mein Neokortex, also mein Bewusstsein, auch aus und ich gehe ins Unbewusste, ins limbische System. Ja. Da ist es verdrängt. Und genau das passiert mit dem psychischen Schmerz. Oder? Und dann kommt dann die Krankheit. Also das ist dann wirklich schon der Schlüssel, weil, Max, uns geht die Zeit aus. Schade. Ganz so an so einem spannenden Punkt. Ja. Aber es ist, danke, dass du das eben ansprichst. Und noch wichtiger ist wirklich dann, wenn Menschen Unterstützung brauchen und gerade so jemand, der einen begleitet, um an diese verdrängten Traumata überhaupt ranzukommen, da brauchst du ja auch einen Raum, eine Zeit und jemand mit hoher empathischen Fähigkeiten. Oder wo könnte man sich ein bisschen noch mal informieren, wenn man sagt, ja, da, ich spüre, da ist irgendwo was, das will noch gesehen werden? Ja. Ich habe natürlich nicht sehr viel drauf jetzt auf meiner Homepage. Das geht mehr in die Führung und so weiter, weil dieser Teil ist da eigentlich nicht abgehandelt, aber die Homepage ist www, wie sie immer ist, ufmm.ch. Super. Vielen lieben Dank, Max, dass du da warst und schön, dass du die Menschen so ganzheitlich begleitest. Danke. Ja, danke auch, dass ich hier sein durfte. Gerne. Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie konnten wieder einige Impulse für ja, ganzheitliche Gesundheit für sich rausziehen und immer wieder wunderbar, so tolle Gäste dazu haben, die einen auf dem Weg begleiten. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.